Willkommen zu einem Angespielt von GoGo Town. Das Spiel ist schon eine Weile im Early Access. Ich habe mal die Demo gespielt, gefiel mir ganz gut. Deswegen dachte ich, schauen wir doch mal rein, gemeinsam. Hier fehlt ein bisschen Musik, aber ich könnte den Beat machen. Gut, ich lasse es sein, wir starten ein neues Spiel. Ich mache das auch nie wieder. Noch keine Spur von Ihnen, Boss. Der Seesack ist gelandet. Ich wiederhole, der Seesack ist gelandet. Und? Paff! Willkommen in der Stadt, Kleines. Oder sollte ich sagen, Bürgermeister? Meine Agenten stehen dir bei jedem Schritt zur Seite. Wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst, sprich mit ihnen. Belästige mich nicht. Melde alle Bugs, die du findest. Es sei denn, sie haben Beine. Der war gut. Die kannst du selbst zerquetschen. Nein, das machen wir nicht. Keine Käfer zerquetschen. Das sind doch Lebewesen. Boah, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe nur noch ein paar Minuten. Alles, was ich dir anbieten kann, ist das Express-Bürgermeister-Trainingspaket. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die einzige Art von Training ist, die wir anbieten. Okay, lass uns damit anfangen, diese Statue zu reparieren. Siehst du all die Steinhaufen, die herumliegen? Sie sind vom Abriss der Stadt übrig geblieben und perfekt für unser erstes Training. Geh auf Suche und sammel ein paar. Wenn du genug davon hast, liefer sie im Baustellenlagerplatz vor der Statue ab. Nur das krieg ich wohin. Also suchen. Machen wir. Und wir sollen 3 Steine finden. Und endlich gibt es ein wenig Musik. Sehr schön. Sehr gut. Und die Steine liefern wir ab mit BBB. Yes, jetzt wird das Ding nämlich fertig gebaut. Ich hoffe, wir können den Charakter noch anpassen. So, durchschneiden. Yeah. Kumpel. Ich kann nicht glauben, dass du tatsächlich in den Trümmern herumgekrochen bist. Dafür könnten sie mir nicht genug bezahlen. Wenigstens fertig bezahlt. Jetzt, da du das Konzept des Sammelns kennst, lass uns zum Bauen übergehen. Wir haben diesen Platz hier, auf dem wir bauen können, und der Boss wird dir nicht einmal etwas dafür berechnen. Du musst nur ein paar Mauersteine und Bretter herstellen, um den Laden zu bauen. Ja, und schon wieder kriege ich einen Anruf vom Boss. Sieht aus, als wärst du in einer Zwickmühle, Kleines. Du brauchst die Hilfe von Town Co., wenn du die Stadt ausbauen willst. Die Ego-Tech-App, die wir gerade installiert haben, wird dir dabei helfen, den Laden zu bauen. Und Town Co., der Stadt etwas Geld zu bringen. Und schon bin ich der Mega-Yacht meines Traums etwas näher. Benutze dein Telefon. Kaufe das Starter-Industriepaket und fange an zu bauen. Denk daran, dass das erste Paket kostenlos ist, aber sie werden dich in Zukunft etwas kosten. Jo, dann schauen wir doch mal nach. Okay, mein Telefon. Sloth OS, okay. Hier, Ecotech. Ja, Loading. Starter-Industrie. Ja, für null irgendwas kaufen. Festhalten und... gekauft. Und schon wieder kriegen wir einen Anruf. Ausgezeichnet. Du hast eines das Starter-Industriepaket gekauft? Egal. Aber wohin kommt die Ausrüstung? Wenn du dein Telefon öffnest, wirst du sehen, dass wir eine Karten-App installiert haben, die dir hilft, deinen Weg zu finden. Auf der rechten Seite der Karte findest du die Mine- und Forstwirtschaftszone. Dort öffnest du das Baumenü und baust deine neuen Gegenstände. Meine Agenten werden dir helfen, wenn du sie brauchst. Und vergiss nicht, dass du die Mine gehen kannst, das weiß ich ja. Ich habe gehört, dass es dort eine Menge Ressourcen gibt. Okay. Schauen wir mal auf App. Ach da, warte mal, Karte. So, da sind wir. Ich laufe schon los, okay. In der Demo waren teilweise die Sachen schon aufgebaut. Und da weiß ich noch, ich sehe jetzt gerade gar nichts, dass man hier gestartet ist. Und hier, ja, da ist die Mine. Okay, was machen wir? Bretter hergestellt, Bretter gesammelt, Bretter geliefert. Ich muss sie aber erstmal herstellen. Okay, okay. Was können wir denn bauen? Starterfarm, Starterangeln. Nee, das kann ich gar nicht bauen. Ich will was anderes bauen. Ich kann gerade. Warte mal. Bauen? Ah, so bauen.
Ah ja, siehst du, Kettensägenwerkzeug und die Tischsäge. Genau, die brauchen wir. Das heißt, das bauen wir erstmal hier hin. Ja, und da kommt die Säge hin. Damit geht das doch viel leichter. Sehr schön. Und die schmeißen wir hier rein, glaube ich, ne? Ja. Jawohl, rein wie die Bretters. Wie sich der kleine Kerl freut. Okay, da werden die Bretter gesammelt. Sehr schön. Bretter sammeln. Ja, warte mal, da sammeln wir nochmal Bretter. Zwei Stück. Und Bretter liefern. Wohin? Ich glaube, ich kann sogar den. Den benutzen, ja. Warte mal, kann ich da nicht rein? Ich will meinen Kram wieder zurückhaben. Ich kann da nicht rein. Schade. Ach ne, warte, doch benutzen, na klar. Achso, nee, das ist für die Säge. Ich glaube, die muss ich auch wieder zurückbringen. So, anschließen, genau. Brauchst du ein paar Bretter für den Bau? Bau die Ketten. Ne, das habe ich doch schon gemacht. Das habe ich doch schon gemacht. Ja, jetzt machen wir, ja. Ja, habe ich alles gemacht. Okay, was willst du mir hier drüben erklären? Suchst du nach Mauersteine für den Bau? In der Mine hier gibt es jede Menge Steine, die zum Mauerstein gemacht werden können. Baue das Bohrwerkzeug, um Steine aus Abbaustellen zu erhalten. Baue die Gießerei, um gesammelte Steine in Mauerstein zu verwandeln. Ja, dann machen wir doch alles. Mine, aber ja, ich weiß. Bretter liefern. Ich weiß gar nicht so richtig. Soll ich die hierhin liefern? Nein, wohin soll ich die eigentlich liefern? Das habe ich vergessen. Oder zu dem Dude da hinten? Ja, da, dahin, dahin. Lagern. Jawohl, das haben wir schon. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch Mauer. Sind das Mauersteine? Nee, ne? Die muss ich ja selbst herstellen. Nee, okay, ich muss in die Mine. Kann ich die Sachen, ja, vor Ort sagen, einfach fallen lassen. Wir brauchen Platz. Okay, das machen wir wahrscheinlich in der Mine. Oh, yes. Bauen. Genau, das ist Bohrerwerkzeug und das ist die Gießerei. Okay, dann nehmen wir mal das Bohrerwerkzeug und bohren ein bisschen rum. So, dann gehen wir mal dahin und schmeißen das da rein. Genau, und bekommen da Mauersteine. Ja, läuft. Dann baue ich noch ein bisschen was ab, während der da Mauersteine fertig macht. Zack, 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 zack. So, dann packen wir wieder hin und nehmen uns mal zwei mit. Jawohl. Mauersteine entdeckt. Herrlich. Okay. Die delivern wir erstmal. Kann ja auch schneller laufen. Ich kann Emotes auswählen. Ja. Okay. Irgendwie nicht. Hallo Häschen. Sehr schön. Band durchschneiden. Das kann ich. Das kann ich, war hier, Band durchschneiden, zack. Nachdem der Rohbau des Gebäudes fertiggestellt ist, stehst du vor deiner ersten Entscheidung als Bürgermeister. Du musst entscheiden, welche Art von Laden es werden soll. Interagiere mit dem blinkenden Feld, um die Hülle zu steuern. Wähle eine Ausstattung und dann die Rezepte, die der Laden verkaufen soll. Das ist alles, was du... Entscheidungsfindung liegt über meiner Gehaltsklasse, okay. Woho, verwalten, was haben wir denn? Was können wir denn nehmen? Eine Bastelecke oder Essen zum Mitnehmen? Da gibt es dann frittiertes Gunut und Pilzkebab. Schmuckstück aus Holz, das ist gut, weil Petrock. Ja, wir machen die Bastelecke. Wir können die Farbe noch anpassen, okay. Aber lassen es so. Was ist da? Ah, okay, welches Rezept es geben soll. Das soll es geben und das hier. Sehr schön. Nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, musst du nun den Laden einrichten. Gehe zurück in die Mine und Waldzone, um die benötigten Dinge aufzuspüren. Sobald du die Gegenstände gesammelt hast, gibst du sie im Lagerplatz im Laden ab. Okay, und das wird später auch automatisiert. Also da können wir Leute einstellen, die das machen. Das müssen wir bei jedem Laden nicht selber machen. Wenn du merkst, dass deine Taschen ein bisschen zu voll wird, kannst du den Laster, der in der Nähe der Zone geparkt ist, benutzen, um Waren hierher zu transportieren. Cool, das ging in der Demo, glaube ich, nicht. Also es gab zwar Fahrzeuge, aber Laster hatte ich nicht. Er ist vielleicht ein bisschen langsam, aber du kannst eine Menge Gegenstände daran verstauen. Okay. Holz soll ich liefern und Stein.
Holz kann ich direkt liefern. Das war falsch, glaube ich. Ach, da rein, ja. Und dann brauchen wir noch einmal Stein. Ja, dann mache ich doch eben hier. Und? Sehr schön. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, Bürgermeister. Gute Nachricht. Du hast deinen ersten Laden eingerichtet. Die schlechte Nachricht? Die ganze Stadt wurde abgerissen. Also gibt es niemanden, der den Laden führen kann. Oh, ich vergaß. Tolle Neuigkeiten. Du musst nur den Bahnhof reparieren, damit die Leute wieder in die Stadt kommen. Ah. Du brauchst nur ein paar Bauersteine und Bretter, um den Bahnhof zu reparieren. Du weißt, wie es geht. Okay, was brauche ich denn? Ich brauche 2 Bretter und 2 Mauersteine. Okay. Das machen wir. Das war in der Demo anders. Da war das schon irgendwie alles aufgebaut. Jetzt fangen wir ganz von vorne an. Das finde ich ganz nett. Die 2 nehmen wir schon mal mit. Dann gehen wir mal in die Mine. Da sollten, glaube ich, auch noch 2 Steine fertig sein. Ja, natürlich. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Mitnehmen. Sehr schön. So, dann nehmen wir natürlich gleich mal stilecht den Lastwagen. Jetzt darf ich es ja angeblich. Jawohl, benutzen. Habe ich eine Hupe? Ja, klar. Oh, schade. Hier drauf kann ich nicht fahren. Ich kann nur auf dem... Also, es gab auch andere Fahrzeuge, mit denen man hier drauf fahren kann, meine ich. Hallo, stehen bleiben bitte. So, nimm das mal mit. Nein, nicht schon wieder fahren. Okay, ab zum Bahnhof. Ach, es ist ja zum Bahnhof. Ja, hier, mit dem Roller. Genau. Jawohl, eine Klingel, herrlich. Ah, freut sich der kleine Mann und die kleine Frau, ich weiß nicht so richtig. Nach der Frisur würde ich sagen, yeah. Okay, auf dem Fahrzeug geht's nicht. So, alles mal reinpacken. Bam. Und eröffnen. Ja, das dauert ein bisschen länger. So, jetzt. Yeah. Der Bahnhof ist repariert. Du musst ihn wieder öffnen, damit Touristen kommen können. Das kannst du tun, indem du den großen Hebel dort drüben umlegst. Du kannst den Bahnhof auch jederzeit schließen. Es ist toll, wenn man mal ein Nickerchen machen will. Ah, ich meine, wenn du etwas Ruhe brauchst, um deine Pflichten zu erfüllen. Ja. Öffnen. Bahnhof ist geöffnet. Der Zug kommt. Der ist süß. Der ist wirklich sehr süß. Was ist das denn hier eigentlich? Changetron? Oh cool, hier kann ich meinen Charakter anpassen. Ja, dann machen wir das auch mal. So. Oh, das ist ein bisschen sehr kiesig. Okay. Ja, Augen. Irgendwas Freundliches oder Dämliches. Ja. Genau das. Nehmen wir das erstmal. Die Farbe. Na, ein schönes Blau, würde ich sagen. Machen wir ein helleres Blau. So, die Schnute. Was haben wir denn da? Kannst du mal nach vorne gucken? Hasenzähnchen. Machen wir das. Ah, Frisur, endlich mal eine passende Frisur aussuchen. Nein, das ist ein bisschen wenig Haare. Ein Iro, Ja, das ist doch frech. Mit dem Stiez hinten drauf. Oh, ein Bart könnte. Oh! Richtig gut. Nee, ich mach ohne Bart erstmal. So, Haarfarbe, genau. Ja, machen wir so. Klamotten. Eine Brille? Krasses Gestell, würde ich sagen. Nein, gar nichts. Keine Brille auf jeden Fall. Ein Cap? Ja, aber dann kommen die schönen Haare doch gar nicht zur Geltung. Nein, keine. Aber andere Klamotten wäre schon ganz cool. Oh, schön mit Fliege. Mit dem Fotoapparat vorne ist nicht schlecht. Ja komm, machen wir das mit dem Fotoapparat. Das ist gut, mit Sandalen. So, die Farbe brauche ich noch einmal. Okay, ah, da gibt es mehrere. Ah, das wäre ein bisschen viel gelb. Ja, machen wir so. Das müsste jetzt die Hose sein, jawohl.
Was nehmen wir denn da mal? Was haben wir denn noch alles? Irgendwas quietschbuntes wäre schon gut, glaube ich, oder? Oh, ich finde das doch irgendwie ganz schön. Okay, und das ist... Ah, oben der Kragen. Den würde ich dann so machen, oder? So, lassen wir es erstmal. Okay. Tschu-tschu. Der Zug war aber schnell da. Neben ein paar Touristen scheint auch ein potenzieller Townie angekommen zu sein. Wenn du mit Townie sprichst, erfährst du, was sie wollen, bevor sie hier leben. Also geh rüber und stell dich vor, Bürgermeister. Hallo. Interessante kleine Stadt. Ich mag den Vibe, den du hier vermittelst, während du versuchst, dein Glück zu wenden. Es könnte Spaß machen, hier zu bleiben, aber es gibt buchstäblich keinen Platz zum Bleiben. Wenn du ein Haus findest, kann ich bleiben. Vielleicht später. Also soll ich ja mal ein Haus bauen wahrscheinlich, wa? Perfektes Timing. Der Boss hat dieses Grundstück gerade gespendet. Und das ohne zusätzliche Kosten. Na, der ist ja mal richtig nett, der Boss. Hier können wir ein Haus für unsere Townie bauen. Das Haus braucht, du hast es erraten, ein paar Mauersteine und Bretter. Ich lege es in deine Hände. In meine fähigen Hände. Okay, komm, dann nehmen wir natürlich hier. Mein absolutes Lieblingsvehikel. Okay, wir brauchen zwei Bretter. Verdammt, wir haben keine mehr. Okay, dann müssen wir ein bisschen Bretter machen. Das ist doch gar kein Thema. Das machen wir doch eben. So, alles neu schmeißen da. Zack, 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 zack. So, da packen wir heute weg. Und mitnehmen. Ob ich damit auch in die Mine fahren kann? Ja, das werden wir gleich wissen. Auf jeden Fall verschwindet er damit. Ja, das geht sehr gut. Und auch da ist nichts. Okay. Der Zug kommt. Da kommt schon wieder ein Zug, meine Herren. Ich glaube, ich muss gleich zumachen. Das wird mir zu viel. So, Steine da. So, das reicht erstmal. So. Dann warten wir mal. Ja, eins. Ast rein. So, dann nehmen wir natürlich unseren tollen Roller hier. Und ab geht er. Ja, das mit dem Lenken, dann muss ich noch ein bisschen üben. Okay, wir wollten jetzt... okay. Oh, Entschuldigung! Oh, das wollte ich nicht. Oh, ich wusste nicht, dass das geht. Okay, alles reinschmeißen. Bam, 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 bam. Und eröffnen und den ersten Townie einladen. Rand durchschneiden mache ich doch gerne. Das mache ich gerne, wa? Zack. Jetzt, da das Haus gebaut ist, können wir es mit unserem neuen Townie erweitern. Interagiere mit dem Briefkasten vor dem Haus und wähle Verwalten. Townies brauchen ein Zuhause, bevor sie für Jobs in der Stadt eingesetzt werden können. Okay. Baldo. Jetzt, da es mit der Unterkunft organisiert ist, hast du jemanden, der bereit ist, in der Stadt zu arbeiten. Verwalte deinen Laden und stelle ihn als Arbeiter ein. Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir zum Laden. Wahrscheinlich, ja, verwalten. Da, Baldo. Bam. Gut gemacht, Bürgermeister. Dein Training ist nun abgeschlossen. Es gibt noch mehr über die Stadt zu erfahren, wie über die Angel- und Farmzone, okay. Du kannst diese Zone ausbauen, sobald du die Ego-Tech-Pakete für sie hast. Du kannst auch die Townpedia-App auf deinem Handy verwenden. Darin sind einige nützliche Informationen enthalten. Oh, und ich kriege schon wieder einen Anruf vom Boss. Der hat aber echt einen coolen Bart. Wir möchten sehen, wie sich all unsere Town-Co-Bürgermeister schlagen. Wir bewerten jeden Bürgermeister anhand einer Reihe von Merkmalen. Es gewinnt nicht nur, wer das größte Ego hat, aber es hilft auf jeden Fall. Führe die Stadt besser als alle anderen Bürgermeister. Ganz einfach. Ja, das kriege ich hin. So, der produziert jetzt nämlich die tollen Sachen und die werden verkauft und dafür kriegen wir Münzen. Okay, Leitfaden, ja, das haben wir. Telefon. Touristentracker, Stadtrangliste und Kalender. Schauen wir doch erstmal einen Kalender rein. Was haben wir denn da? Zug kommt an, Zug kommt an, Zug kommt an. Also die nächsten Tage kommt erstmal nur ein Zug an. Da gibt es nichts Spannendes Neues. Was haben wir hier? Stadtrangliste. Ja, da bin ich auf Platz 49 mit GoGoTown. Das wird noch besser. Und der Touristentracker.
Ein bisschen Zeit ziehen, Entdeckestatue. Ich wurde zum Boden gestoßen. Huch, hoppala, wer war denn das? Ah, gleich Minuspunkte bekommen. Okay, da kann ich sehen, was sie denken. Und, wie viele Punkte ich bekomme. Okay. Er hat auf jeden Fall ein paar Sachen, aber ich müsste jetzt eigentlich ja das Ding befüllen. Mit Holz. Aber das nehmen wir gleich mal mit hier. Damit er nicht so blöd rumliegt. Damit der immer was zum Verarbeiten hat. Und das machen wir natürlich später automatisch. Nein, nicht nehmen. Also eigentlich schon nehmen, ja, aber... So, ernten. Aber erstmal muss ich das, glaube ich, selber machen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da reingehen. Das würde ich sagen, finden wir mal raus. Oh, was ist das denn? Baumstammrucksack. What? Okay, ich habe einen Baumstammrucksack entdeckt. Ah, okay, jetzt ist wahrscheinlich Schluss. Hm. Ich habe einfach nichts mehr. Aber der Zug kommt. Packen wir mal die Säge weg. So, Inventar. Boden, Rucksack. Telefon, bauen, High Five. Ah ja, da kannst du High Five mit den... Ja, kannst du High Five mit den Leuten machen, mit den Besuchern. Da ist einer. Ich glaube, dann stelle ich mich hier hin. High Five? Yeah! Jawohl, und das gibt dann Pluspunkte. Beginn! Okay. So, sehr gut. Ich muss hier mal ein bisschen hier... Kann ich dir das nicht reinpacken? Hast du genug? Ah, der braucht ja gar nicht die Bretter. Der braucht ja nur das Holz. Ah, Captain war wieder sehr übereifrig. Okay, Rezept verwenden. Ja, achso, man kann ja, glaube ich, auch was anderes herstellen. Ja, ich würde das ganz gerne lagern jetzt. Ich pack's einfach erstmal hin. So, da liegt es gut. Ja, warte mal, denn dann machen wir das anders. Der braucht ja mal Futter da hinten. Oh, das ist aber wirklich eine Menge Holz. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Rucksack jetzt vielleicht automatisch erweitert wurde und ich einfach mehr Holz tragen kann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, hier, komm, das brauchst du, ne? Ja, guck mal, der hat nämlich schon gar nichts mehr. Hier, Junge, komm, bau. Ja, doch, jetzt fängt er an. Und dann brauchen wir ein paar Steine. Dann holen wir uns die von hier. Oh, krass, da oben gibt es auch richtig Edelsteine. Na gut, hier gibt es noch einiges zu holen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Anschließen. Immer schön laden. Immer schön aufladen. Ganz wichtig. Glaube ich. Und der nächste Tag beginnt. So, ich stratze mal schnell zum Laden. Der Baldur ist übrigens ein echter Workaholic. Der geht irgendwie nie nach Hause. Bam, 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 bam. Sehr schön. So, jetzt muss ich doch mal gucken. Was könnte ich denn bauen? Kann ich überhaupt was bauen? Was haben wir denn da? Kettensägenwerkzeug, Gießerei. Ne, das ist ja... Das will ich ja gar nicht haben. Dann muss ich vielleicht, da vielleicht was Neues kaufen. Was haben wir denn da? Warte mal, ich kann... Da war doch noch ein anderer Laden, den ich bauen konnte. Genau, was zu essen war das? Vielleicht erstmal aufräumen hier. Bisschen Platz machen. So, gewöhnlich. Ja, das ist das. Okay, Gießerei, nö. Zeige Stadtzentrum Requisiten. Der Ketten hat auch wieder gar nichts gelernt, ne? nee, ich muss das wahrscheinlich erstmal bauen. Ja, das möchte ich. Ich muss das wahrscheinlich ausweisen. Kann ich das nicht einfach... Ah, warte mal, den kann ich aufnehmen. Das Ding könnte ich löschen.
Sehr schön. Also ich würde ja gern einen zweiten Laden bauen. Bewegen. Straße. Gewöhnlich. So, das Kettensägenwerkzeug, Gießerei, das macht ja keinen Sinn. Das haben wir ja schon alles. Vielleicht muss ich das auch kaufen. Der Zug kommt. Ja, das ist ja schön. Es nützt mir aber gerade herzlich wenig. So, ich lagere das mal ein, damit er ordentlich bauen kann. So, Leute, ihr müsst mal kaufen hier. Hier, High Five. Jawohl. Okay. Da ist nichts. Sehr entspannte Musik. Was ist denn das hier unten eigentlich für ein Laden? Ja, hier. Erstmal noch gar nichts. Schade. Touristenchecker, Stadtrangliste, Ecotech. Also muss ich vielleicht doch, warte mal, ich muss vielleicht doch was kaufen. Also Basisdekoration. Ah, für 15 kommt kleine Läden. Für 15, ich habe 15. Yes. Ich hab's kapiert. Du hast gerade Lagerplatz freigeschaltet, was dir jetzt vielleicht nicht viel vorkommt. Die Arbeiter und Kuriere nehmen jedoch nur Gegenstände an und bringen sie ins Lager. Die Lagerung hilft auch dabei, deine Industrie sauber und aufgeräumt zu halten. Und das brauchst du? Was? Und das brauchst du? Wir haben es gesehen. Okay. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich einen Laden bauen wollen. Ah, guck mal, jetzt geht's hier irgendwie weiter. Ermöglicht die Lagerung einer kleinen Menge. Okay, Kettensägenwerkzeug. Das ist das, was wir immer haben hier. Eine Gebäudehülle. Komm, dann stellen wir doch. Den stellen wir mal dahin. Und dann brauchen wir Material. Genau, zweimal Steine, zweimal Holz. Also Bretter. Den packen wir da mal rein, wa? Hoffentlich sind das noch zwei. Nein, nein. Okay, naja gut, hier vorne haben wir gleich einen Steinvorkommen. Das ballern wir gleich mal weg. Und zack, 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 zack. Ach komm, machen wir noch einmal. Sehr schön. Anschließen. Achso, ich brauche auch noch einen. So, das reicht jetzt erstmal. Habe ich da meine Bretter eigentlich noch drin? Das sieht irgendwie so aus, als wenn nicht, aber wir werden es gleich sehen. Dann würde ich jetzt nämlich gerne den zweiten Laden aufmachen. Bam, 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 bam. Jawohl. Sag mal, ich würde den Laden ganz gerne hier mal umstellen. Irgendwie geht's, ne? Warte mal. Aufnehmen und dann hier... Ich glaube, das ist viel besser. Jetzt ist an der Straße dran. Yeah, da freut sich Baldo. Okay, ein neuer Laden. Hier sagen wir, was es werden soll. Achso, wir haben noch niemanden. Das würde dann Essen zum Mitnehmen werden. Genau, Farbe, ein bisschen anders, klar. Ja, die Rezepte lasse ich erstmal so. Aber ich habe noch keinen Bewohner. Was brauchst denn du eigentlich? Wo kann ich das eigentlich sehen? Wo sehe ich das? Das müsste ich wahrscheinlich an den Rezepten sehen, ne? Ah, da brauche ich Gonads, also Pilze und diese komischen anderen Sachen. Warte mal, die habe ich schon gesehen. Oh, Elektroswing, jetzt geht's aber ab hier. Das brauchen wir. Sehr schön, und Pilze. Ah, nehmen wir erstmal die Gonads. Herbst in Spice habe ich entdeckt. Whatever. Wird wahrscheinlich Deko sein. Ja, mutig. So, das können wir schon mal schön reinschmeißen. Aber ich brauche noch jemanden, der hier arbeitet. Kein passender Gegenstand. Achso, weil? Warum? Ach, das muss ich erst sagen. Ah, ja, stimmt ja. Jetzt packe ich das da rein. Ja, jetzt brauche ich aber jemanden, der hier arbeitet. Aber wenn ich will, dass hier jemand arbeitet, brauche ich erstmal ein Haus.
Kann ich eigentlich? Eigentlich so ein... Wenn ich jetzt eine Gebäudehülle baue... So, du wohnst hier schön auf dem Gullideckel. Konnte ich dann eigentlich auch sagen, dass das ein Wohnhaus wird? Aber warte mal, ich hab hier hinten noch was drinne. Okay, ich pack's erstmal hin. Ich schau mir das später an. So, zwei davon. Oh, ein Steinchen sollten auch fertig sein. Weil dann erst kommt ja wahrscheinlich ein Bürger, der arbeitet bei mir. Oh, warte mal, da steht doch einer. Aber der braucht definitiv ein Haus. Hoffentlich kann ich ja sagen, dass hier wird ein Haus. Ja, Schneebitty schnapp. Okay, noch ist es gar nichts. Sieht so ein bisschen nach einem Laden aus, ne? Kleiner Laden, verdammt. Können wir den abreißen? Können wir den bauen? Löschen. Ah, da kriege ich wenigstens ein bisschen Geld für. Vielleicht bekomme ich auch erst den Auftrag. Hier, sprechen. Huck. Die Stadt hat schon bessere Tage gesehen. Und jeder hat einen Plan, bis er keinen mehr hat. Denkst du, du hast das Zeug dazu? Die Ausrüstung in der Minenzone sollte in der Lage sein, sie herzustellen. Wie du willst. Nicht, dass ich viel erwartet hätte. Ja, ein Haus wäre cool für dich. Gebäudehülle, ja. Kleiner Lagerplatz, Ketten. Also das muss ich jetzt erstmal rauskriegen, wie ich ein weiteres Haus baue. Das kriegen wir raus. Aber erst in der nächsten Folge. Da machen wir ja weiter. Brauchen neue Bürger. Ja. Für den zweiten Laden müssen die dann bestücken. Und irgendwie müssen wir diese ganze Lieferkette auch so ein bisschen automatisieren. Inwieweit das funktioniert, wir werden sehen. Nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Das werden wir uns ein paar Folgen jetzt angucken. Und verbleibe mit einem Ciao, ciao. Oh, hallo Vögelchen. Kann ich mit dir einen High Five machen? Ich glaube nicht.